Herbstzeit, Laubzeit. Und euer Alex hat keinen Bock mehr, das Laub zusammenzuhaken. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Alex Vlog. Ja, wie ihr seht, ich habe mir einen sogenannten Laubbläser zugelegt. Der soll ganze 10 Kubik die Minute schaffen. Und ich wollte euch das Gerät mal einmal ganz kurz vorstellen. So, dafür machen wir das Ganze einmal auf. Zack, zack und oben. Ach ja, nicht dabei ist der Akku. Das sind die handelsüblichen 20 Volt Lipos, die standardmäßig bei Works ja in fast allen Geräten verfügbar sind. So, wir machen den Karton einmal auf. So sieht das Ganze dann aus. Da haben wir einmal das Gebläserohr. Ups. Und da haben wir den Gebläsemotor. Dazu gibt es natürlich noch eine wunderschöne Bedienungsanleitung. Zack. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Hier kann man die Luftmenge variabel verstellen. Stufe 1, Stufe 2, so wie es aussieht. Hier hinten kommt der Lipo-Akku rein. Ui, das passiert, wenn man zu viel rumspielt und nicht aus ist. Wie ihr seht, hat das gleich den Karton hier vom Tisch gehauen. So, dann haben wir hier einmal das Gebläserohr, was wir noch zusammenbauen müssen. Ja, jetzt gucken wir uns das einmal genau an. Wir haben hier jeweils eine Führungsnut oder Schiene. Und hier Aussparung, wo das Ganze einrasten soll. So, zack, das war Nummer 1. Jetzt gucken wir das Gegenstück an beim Laubbläser. So, das haben wir einmal hier. Zack, eingerastet. Ja, das ging doch schneller und einfacher, als ich gedacht habe. Und das eben mal ein bisschen zusammensammeln, damit uns nicht alles wegfliegt. Ja, wie ihr seht, kurz und schmerzlos, schnell aufgebaut, Akku rein. Und los geht's. Stufe 1, Stufe 2. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht einen sehr stabilen und soliden Eindruck. Dann würde ich doch sagen, gehen wir einmal ein bisschen Laub wegpusten. So, dann wollen wir mal gucken, was das Ding kann. Oh, das ist jetzt Stufe 1. Also ich würde sagen, mehr als ausreichend. Stufe 2, ja. Ja, wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ding wunderbar und erfüllt seinen Zweck. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das Laub ist hier sogar auch nass, weil es gestern Abend sehr kräftig geregnet hat. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und gebt mir einen Daumen hoch. Also bis zum nächsten Mal, euer Alex.